So, guten Morgen, liebe Freunde. Jetzt sehen wir das so richtig. Ich bin ja seit 14 Tagen zur Krisenberatung im Erzgebirge unterwegs und helfe unseren kleinen Mittelständlern und wollte euch aber vom Treffen mit Uwe Steimle und seinem Management mal kurz berichten. Ich hatte also vorigen Donnerstag das Treffen in Dresden mit Uwe und eine lange Beratung und war dort mit seinem Management der Agentur, Booking-Agentur Sommerfeld zur Beratung mit Frau Sommerfeld und Herrn Sommerfeld. Und das war eine sehr interessante Beratung. Und am Ende unseres Treffens habe ich dann dieses T-Shirt vom Manager geschenkt bekommen. Und das gibt es also nicht beim Uwe Jenisch, sondern das ist anders entstanden. Bitte dort selbst anfragen, das mehr weiß ich nicht. Wir haben jedenfalls sehr schöne Gespräche geführt und unter anderem über unser Dresdner Urgestein oder auch DDR-Urgestein, dem Schauspieler Rolf Hoppe, in seiner berühmten Rolle im Film Mephisto von István Csábor, wo er den Hendrik Höfgen spielt, nach dem Roman von Klaus Mann, und Höfgen hier alias Gründgens und den berühmten Schlusssatz im Olympiastadion sagt, wo Göring ihn dort durch die Arena treibt, sagt: Ich bin doch nur Schauspieler. Das trifft natürlich als Metapher auf vieles zu, ne? Mehr möchte ich dazu jetzt gar nicht sagen. Aber ich habe jetzt am Wochenende ganz viele Zuschriften von Patrioten bekommen, die möchten, dass unser heimatliches Liedgut im Erzgebirge noch mehr hervorgehoben wird und unter anderem halt besonders Anton Günther. Und das habe ich ja noch nicht gepostet. Wir treffen uns jedes Jahr im Sommer, im August, am Grab von Anton Günther in Gottesgab mit dem Pegida-Opa aus Chemnitz, also Paul Groh und dem Wulf. Und wir singen dann dort am Grab gemeinsam zwei, drei Lieder. Und wir möchten dazu durchaus noch andere Patrioten einladen. So, das war's. Ich muss wieder weiter. Glück auf aus dem Erzgebirge und eine schöne Woche.